Tanja, du bist großartig. So, also das möchte ich dir erstmal so per se erstmal mitgeben auf diesem Weg. Weil wenn ich mir überhaupt erstmal, lass uns mal nur über dich reden, wenn ich mir deinen Weg anschaue, wenn ich mal gucke vor 4 Jahren oder 3 Jahren, wo du auf deinem Sessel saßt und dann angefangen hast, so ein bisschen zu sprechen, ja, da brauchen wir doch über Mut gar nicht mehr sprechen. Du bist die personifizierte Version von Mut. Du bist einfach rausgegangen, du hast es einfach dich getraut. Du wolltest mit Fußball irgendwas machen und kreierst Sachen, die sich weiterentwickelt haben. So, und bist nach vorne gegangen. Und wenn ich damals dir zugehört habe und dir heute zuhöre, dann ist das eine ganz, ganz fantastische Entwicklung, wo du dir irgendwann auch mal auf dich selber auf die Schulter klopfen kannst. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, das ist mit Selbstliebe, dass du stolz auf dich sein kannst. Ja, die größte Leistung, die du bringen kannst, in den Spiegel zu schauen und vom ganzen Herzen zu sagen, du bist ein guter Mensch und dich liebe ich so, wie du bist. Das zu dir selbst zu sagen, ja, weil das strahlst du aus und du hast so ein herzhaftes Lachen, du hast so viele Sachen umgesetzt. Und Adrian und ich, als ich in Paderborn gespielt habe, warst du ein Edelfan schon Das und habe ich hatte nicht gespielt. ich Da gar war ich nicht so. noch zu jung, als du trainiert hast. Ja, aber als ich dann die U23 trainiert habe und das Erste, was ich sagen musste, war, die waren so eine Gruppe von 5, 6 Leuten. Ja, der war ganz schüchtern zurückgezogen, hat sich nie getraut, was zu sagen. Und das Erste, was ich sagen musste als Trainer, nein, ihr dürft nicht im Mannschaftsbus mitfahren. Das geht halt nicht. Das war halt direkt so eine Entscheidung. So, und danach hat der Adrian immer wieder mal Kontakt aufgenommen. Die waren bei jedem Spiel der U23 und so wie du deinen Weg weitergehst, glaub an dich, weil wenn du nicht an dich glaubst, wer soll denn sonst an dich glauben? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, geh deinen Weg, weil es gibt nicht den Weg, einen Weg oder sondern es gibt deinen Weg. Und weißt du was, Adrian? Irgendeiner, ne, da draußen, der findet es immer scheiße. Das geht uns allen so. Und von daher, ich finde es toll. Danke dafür, dass du dich auf den Weg gemacht hast und den Fußball von einer anderen Seite beleuchtest und solche Formate kreierst. Top.